Und wie immer, wenn wir live aus der Türkei senden und hier zu Gast sind im Delfin Bee Grand Resort, dann gibt es natürlich einen Urlaubschecker. Und der kommt jetzt gleich live hier auf Facebook und dann natürlich auch auf Sonnenklar TV für 15 Minuten im TV. Die Fernsehzuschauer werden also auch mit dabei sein. Und das Besondere jetzt ist, dass wir euch zum ersten Mal auch, das passt von der Zeit gerade noch so, dass wir euch zum allerersten Mal auch mal das Mittagsbuffet zeigen können. Und wir machen natürlich einen Abstecher in den Spa-Bereich. Den haben wir auch noch nicht in aller Ausführlichkeit gezeigt. Und das wollen wir natürlich unbedingt nachholen. Also da freue ich mich richtig drauf. Und das wird auch gleich dann direkt der erste Gang sein. Also wir befinden uns hier auf dem Steg im Delfin Bee Grand Resort. 4 Stunden Live-Sendung liegen hinter uns. Und das bedeutet, ich nehme euch gleich mit auf den Rundgang durch das Delfin Bee Grand Hotel, ein super Hotel, eines meiner Lieblingshotels hier an der türkischen Riviera, und zeige euch wirklich alles. Ja? Nicht nur das Restaurant, nicht nur den Spa-Bereich, sondern natürlich auch den ganzen Lobbybereich, Zimmer, das Rutschenparadies, die ganzen Pools und auch hier nochmal einen Blick auf den Pier. Also, ich freue mich riesig drauf und das wird wie immer richtig spannend. Und wenn ihr möchtet, schreibt eure Kommentare rein. Und dann versuchen wir das natürlich so schnell wie möglich zu beantworten. Und dann würde ich einfach sagen, wir legen mal los, oder? Ich zeige euch das Hotel. Danke, Bruni, dass du die Kamera gehalten hast. Ich übernehme jetzt und führe euch ein bisschen rum. Also, genau. So. Jetzt möchte ich euch natürlich hier nochmal den Steg zeigen. Hier gibt es auch abends was zu trinken, nicht nur tagsüber, wenn die Liegen hier belegt sind und genutzt werden, sondern auch in den Abendstunden. Und das ist ja immer schön, ne? Wenn man hier noch auch abends draußen sitzen kann. Der Wind ein bisschen geht. So, da hinten ist unser Team, baut jetzt gerade ab. Morgen früh sind wir dann wieder live, aber jetzt aktuell nicht. So, ich wollte euch mal kurz zeigen. Das Hotel ist ausgebucht, das Delfin Bee Grand Resort. Und es gibt aber immer noch freie Liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier ist noch genügend Platz, damit ihr euren Tag hier genießen könnt. Und natürlich kann man auch hier von ins Meer springen und das kühle Nass genießen. Wassersportmöglichkeiten gibt es natürlich. Also, das macht richtig Spaß. So, und jetzt hatte ich euch versprochen, dass ich euch mitnehme. Es ist ein 5-Sterne-Hotel, natürlich. Und was für eins. Nämlich mit Ultra All-Inclusive. Und da habt ihr nicht nur hier die Kühlschränke, wo ihr euch mit Wasser bedienen könnt. Oder hier mit alkoholischen, mit Bier oder mit antialkoholischen Getränken, sondern ihr könnt natürlich auch Cocktails bestellen. Und das sind alles auch Markengetränke. Also zum Beispiel Baileys. Wenn ihr Baileys mögt und möchtet, dann kriegt ihr hier auch ein Baileys. Und das finde ich immer richtig schön. So, gehen wir mal. Da seht ihr es im Hintergrund, das Hotel. Ja, Kamera ein bisschen besser ausrichten. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Restaurant. Das passt von der Zeit noch. Das ist jetzt gerade noch geöffnet, damit wir euch da zum allerersten Mal auch das Essen zeigen können. So sieht übrigens der Strand aus. Sand natürlich. Badefreunde kommen hier auf ihre Kosten. Da hinten haben wir dann auch das Taurusgebirge schon im Hintergrund. Und ja. Auch natürlich auf der Seite nochmal Strandbereich. Hier schlüpfen Schildkröten so im Juni, Anfang Juni, und da I love Delfin. Und das kann ich nur bestätigen, ich liebe Delfin auch. So, wir haben den 28. Genau, den 28. September 2022. Und dann habt ihr nicht nur hier die Liegen, sondern auch noch hier eine Beachbar. Also gerade mal 100 Meter weiter von der Poolbar gibt es hier schon wieder eine Beachbar. Ne? Also, oder von der Pierbar. So, da oben 35 Grad sind es gerade. Sportlich hier am Mittwochnachmittag. Und dann gehen wir auch mal durch. So, hier ist zum Beispiel nicht nur ein Towel-Desk,
da gibt es mehrere von im Hotel, sondern er ist auch eine Joggingstrecke. Die geht einmal ums komplette Hotel herum auf dem privaten Gelände und ist circa 2 Kilometer lang. Also wenn ihr euch sportlich betätigen wollt draußen, dann ist das natürlich möglich. Hier sind dann zum Beispiel die Toiletten. Ich verzichte jetzt mal darauf reinzugehen, aber ich kann euch sagen, die sind super gepflegt. Das ist ja meistens immer so, naja, am Pool oder am Strand von Toiletten, die jeder nutzt. Nicht immer super, aber hier, das ist richtig gut. So, hier sind schon die verschiedenen Sachen, wo man sich immer was holen kann. Ne? Hier von 7 bis 18 Uhr das Coffeehaus mit kleinen Süßigkeiten, aber auch Latte Macchiato oder Geschmacksrichtungen, die ihr Karamell nehmen könnt, also ein Karamell Macchiato. Hier gibt es Früchte frisch für euch, ein Friseur, hier Pommes, Chicken Nuggets, die man sich holen kann. So, wir waren an der Pier Bar, auf dem Steg, dann kam schon die Beach Bar und hier ist schon wieder eine Bar, Leute. Also, hier verhungert niemand und hier verdurstet niemand, im Gegenteil, es schmeckt riesig gut und macht einfach richtig Spaß. So, hier ist übrigens abends auch die Animation in dem Bereich auf der Bühne, aber mittags könnt ihr hier dann auch essen. Jetzt ist es geschlossen schon wieder, da vorne der Bereich, da werden dann die Jalousien hochgezogen und kann man dann essen. So, hier zum Beispiel die Gästebetreuung, hier gibt es auch nochmal Sandwich. Da vorne ist schon wieder der nächste Taulstand. Also ihr seht, das sind immer auch sehr, sehr kurze Wege. Obwohl es ein großes Hotel ist, wird an den verschiedensten Stellen was zu essen angeboten, was zu trinken, Handtücher. Hier übrigens auch nochmal wieder die Möglichkeit, etwas zu essen. Ihr merkt, ein riesengroßes Thema. Und ja, natürlich, das Hotel kostet vielleicht ein paar Euro mehr als ein anderes 5-Sterne-Hotel, aber es bietet auch eben sehr, sehr viel mehr. Und das ist jeden Euro wert, den man hier zusätzlich ausgibt, weil man das doppelt und dreifach auch wieder zurückbekommt. Hier zum Beispiel das türkische à la carte Restaurant Sultan. Aber hier draußen befindet sich auch das Mermaid, das Fisch à la carte Restaurant. Und die könnt ihr natürlich nutzen. Insgesamt gibt es noch mehr à la carte Restaurants, auch italienisch, asiatisch und mexikanisch zum Beispiel. Hier verschiedene Pools auch nochmal. Das ist zum Beispiel ein Pool, wo man richtig Bahnen schwimmen kann. Und dieser Pool hier mit dem Wasserfall, der ist übrigens in den Wintermonaten beheizt. Ganz, ganz wichtig, weil das Hotel hat ja auch im Winter auf. Also, ihr könnt draußen schwimmen im Winter und seid hier super geschützt und mit einem beheizten Pool. Und das ist natürlich richtig schön. So, ihr habt hier nochmal die Gästebetreuung. Und hier, ihr seht hier schon diesen Pool, das ist sozusagen der Ruhepool. Ne? Also hier findet auch keine Animation statt. Das ist ja auch wichtig, da möchte ja auch nicht jeder immer bespaßt werden und laut die Musik hören. Also hier hat man dann auch wirklich seine Ruhe. Und auch hier seht ihr ganz viele Liegen noch frei. Also ausgebuchtes Hotel, trotzdem sind Liegen frei. Und dann gehen wir mal weiter. Und das Schöne ist, für die Sonnenklar-TV-Zuschauer, die jetzt nicht über Facebook mit dabei sind, auf unserem Stream, sondern im Fernsehen, dass ihr jetzt tatsächlich das Restaurant mitkriegt. Das hatten wir noch nie. Und von daher, so, hier kann man übrigens abends wunderschön sitzen. Da ist auch schon wieder die nächste Bar. Und hier nochmal ein Blick vom Haupthaus auf Pool und die ganze Anlage, die ist wirklich riesig groß. Und dann gehen wir mal rein, bevor das Restaurant gleich zumacht, dass wir euch das noch zeigen können. Oh,
Ihr seht, das ist schon alles super edel und super geschmackvoll. Geradeaus übrigens befindet sich eine Kaffeebar mit ganz feinen Kuchen, die da angeboten werden. Laufe ich auch mal eben vorbei. Schaut mal, boah. Also ich meine, die ist einfach, das ist kein Restaurant hier, ne? Das ist einfach nur mit Donuts und verschiedenen Kuchensorten. Alles natürlich im All-Inclusive mit dabei. Aber es gibt auch hier so kleine Sandwiches für den kleinen Hunger zwischendurch. Und natürlich Eis. Auch das alles inklusive. So. Gehen wir ins Restaurant. Hier wird ordentlich geputzt. Sauberkeit natürlich ein großes Thema. Hier befindet sich das Hauptrestaurant. Und da gehen wir auch mal rein. Und schauen mal. So. Hier in den Morgenstunden wird hier die ganze Zeit frisches Brot und frische Brötchen, Semmeln gebacken. Also, boah, die kommen ofenfrisch raus. Hier, schaut mal, auch für die Liebhaber, die nicht immer, die sagen, hey, es gibt Brezen und es gibt richtig gutes Brot. Also nicht nur dieses weiße Mehl, sondern Vollkorn. Und auch hier machen wir einmal einen Gang entlang beim Buffet. Natürlich Salate, Thunfisch ist mit dabei, Käse. Und hier jetzt auch nochmal eine Besonderheit. Das ist natürlich fürs Frühstück interessant. Schaut euch mal die ganzen Wurstsorten an, die da drin sind. Das wird für euch aufgeschnitten. Ne? Also auch das gilt hier für den Käse ganz besonders. Schaut euch mal die Käseleibe an. Wenn ihr sagt, ihr möchtet da gerne den Gouda oder den Erdamer haben, dann wird da für euch entsprechend das Ganze auch abgeschnitten, so wie ihr es haben wollt. Okay, heute Mittag im Delfin Be Grand gibt es zum Beispiel Sushi. Ja, mein Lieber, guckt euch das bitte an. Boah, ich liebe ja Sushi. Toll. Natürlich mit Sojasauce, natürlich mit Wasabi und natürlich auch hier mit Ingwer. Stäbchen sind dabei. Okay. So, hier. Boah, super. Schaut mal. Das ist ein Mittagsbuffet. Solche noch nicht mal ansatzweise. Hier, Honigwabe. Da fließt der Honig runter. Boah. Solche Buffets bieten andere Hotels noch nicht mal ansatzweise in den Abendstunden. Und das kommt hier alles mittags auf Buffet. Natürlich mit den Früchten. Und auch ganz klassische warme Gerichte, die natürlich auf dem Buffet sind. Ich schaff's wahrscheinlich nur, euch hier eine kleine Auswahl zu zeigen. Gehen wir mal dran entlang. Oh, es geht immer noch weiter. Also, hier zum Beispiel Fisch. Ob das jetzt einfach nur Kalamari-Ringe sind oder Fischfilet mit Gräten auch frisch gebraten. So, hier zum Beispiel gegrilltes Hühnchen. Aber auch Gemüse, hier auch nochmal Fleisch, Lamm, Köfte, schaut mal hier, hier dann die verschiedenen Beilagen, die es gibt. Auf der Seite zum Beispiel Auberginenauflauf. Aber klassisch gibt es natürlich auch Pommes und Chicken Nuggets hier. Pasta, die zubereitet wird, so wie ihr auch möchtet. Ja, nach euren Wünschen. Und ganz wichtig ist, das ist ja nur eines der Restaurants. Also ihr habt so viele Möglichkeiten, mittags zu essen. Ihr müsst ja nicht immer hier wieder zurück, wenn ihr am Strand seid oder am Pool. Ihr müsst euch da kein Shirt anziehen und hier ins Hauptrestaurant gehen, sondern das könnt ihr natürlich, ihr könnt überall essen. Mir war es nur wichtig, dass ihr das auf jeden Fall auch mal seht, was es hier auf dem Mittagsbuffet alles gibt.
So, 2 Minuten, 3 Minuten haben wir ungefähr noch für die Zuschauer von Sonnenklar TV. Jetzt schon der Hinweis, es geht danach aber noch weiter. Gleich übernimmt der Goofy im Studio. Freut euch schon mal auf den Goofy. Aber ganz, ganz wichtig ist, wir machen weiter mit dem Urlaubschecker auf Facebook. Also geht einfach auf die Sonnenklar TV Facebook-Seite und da könnt ihr dann weiterhin den Rundgang durchs Hotel verfolgen. Ist natürlich auch heute Abend noch abrufbar oder morgen und die nächsten Tage, wahrscheinlich auch schon heute Abend, ist das Ganze dann auf YouTube zu sehen. Hier übrigens die Lobbybar, 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet, mit einer Terrasse auch noch draußen. Hier kommt ihr praktisch rein, ne, ins Hotel, das ist euer erster Kontakt. Und hier geht es in den Keller. Schaut euch mal bitte, der wird natürlich nur abends angemacht, aber schaut mal diesen Kronleuchter an. Boah, was ein Gerät. Genau, ich wollte euch mit in den Spa-Bereich nehmen. Den haben wir nämlich bisher auch noch nicht ausführlich gezeigt. Das wollen wir aber unbedingt nachholen, bevor es dann gleich auch ins Zimmer geht und ich euch natürlich auch die gesamte Außenanlage zeige. Gehen wir einmal in den Spa-Bereich. So. Lastone heißt er. Ich habe übrigens schon eine Anwendung genießen dürfen. Sehr, sehr schön war das. Sehr gut. So, gehen wir in den Spa-Bereich. Hallo. Hallo. Okay, sind wir im Spa? Hallo. Herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen auch. Wir schauen uns ein bisschen um. Gerne. Ja, also Lastone Spa bietet was alles, während wir ein bisschen laufen. Zeig mal, was ihr hier habt. In welche Richtung gehen wir? Wir haben 2 Arenen. Ja. Und zwar haben wir einmal die All-Inclusive-Arena. Dann zeigen wir die mal. Gerne. Das heißt, da können die Gäste, die hier im Hotel sind, sich selber verwöhnen. Sich selber verwöhnen. Also zum Beispiel mit Steam, Room, mit Sauna. Hammam. Okay. Ausgestattet mit 2x Sauna. Sauna 85 Grad, Sauna 70 Grad. Auf der Seite ein Dampfbad. Hier dann das Dampfbad mit 50 Grad. Und dann ein Hammam zum selber verwöhnen und relaxen. So, hier, das könnt ihr praktisch einfach dann nutzen, diesen Hammam-Bereich. Sehr schön. Ich war ja auch schon im Hammam. Da ist dann, wenn man sich Anwendungen holt, genau, ist man dann nochmal in einem separaten Bereich. Genau. Da, okay, gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. So, Relax-Bereiche. So, das also der Bereich und dann kann man ansonsten bei euch an die Rezeption hier im Lastone kommen, genau, sich beraten lassen. Das hast du ja auch schon mit mir gemacht. Das genau, ist ja sehr super gewesen. Hier haben wir den Friseur. Den Friseur gibt es auch und ich habe gesehen, hier gibt es einen und auch noch draußen ist auch noch mal einer. Genau, ist ja, genau. Wir haben halt einen Außenspa. Ein Außenspa auch noch? Genau, da haben wir auch noch mal die Möglichkeiten, Massagen, Jacuzzi-Räume wahrzunehmen und halt den Friseur. So, hier auch nochmal ein Bereich, kann man was trinken. So, da geht es zu den Massageräumen, da gehen wir jetzt nicht rein, weil wir wollen natürlich nicht die Gäste, die sich hier entspannen möchten. Da, da ist das Hammam. Da war ich praktisch drin, ne? Okay. Hallo. Genau. Ah, hier war ich drin, beziehungsweise in dem Raum da hinten. Da geht es nämlich noch weiter. Ah ja, super. Sehr schön. Okay, da hinten finden Anwendungen statt. Da gehen wir jetzt mal wieder raus.
Oh. Auf der Seite haben wir dann nochmal Sauna. Hier gibt es nochmal Sauna und, habe ich auch schon gesehen, eine Salz, ich nenne sie mal Salzgrotte, ne? Da zum Beispiel. Das ist also kein Eis, das ist Salz, ist natürlich auch toll für die Haut. Hier auch nochmal eine Sauna, 85 Grad und hier nochmal ein Dampfbad. Sehr schön. Und das, die Ozonkabine. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren, diese Ozonkabine. Das ist der VIP-Garten. Mhm. VIP-Garten, praktisch drinnen und draußen sozusagen, ja? Ja. Ah. So. Hallo. Das ist der Bereich der Kosmetologinnen daraus. Hier finden dann Gesichtsbehandlungen statt, Lifting-Behandlungen, Anti-Aging, klassische Reinigungen. Schön. Alles, was das Gesicht so braucht. Perfekt. So, dann dürfen wir einmal hier rüber. Wie habt ihr geöffnet immer? Zwischen 9 Uhr morgens und 8 Uhr abends. Okay, 9 bis 8 Uhr. Das sind VIP-Räume, die kann man auch zusätzlich bei uns buchen. Kann man dann praktisch zu zweit auch nutzen und hat dann eine eigene Sauna. Eigene Sauna, eigenen Whirlpool. Wir bringen dann Früchteteller, Cocktails und verlassen dann den Raum. Ah ja, super. Schön. Sehr gut. Also die unterschiedlichsten Bereiche und ganz vielfältige Möglichkeiten, Anwendungen zu genießen. Und das ist natürlich, da das Hotel ja auch in den Wintermonaten geöffnet hat, genau. Ist es natürlich auch nochmal ein bisschen, gerade im Winter nochmal schöner, ne, sich verwöhnen zu lassen. Alles zu, gibt zu tun, da wollen wir nicht stören, aber das ist ja schon mal schön, was wir gesehen haben. So, wir machen das in der Ausführlichkeit, weil wir ja schon ein, zwei Urlaubschecker hatten hier im Hotel, aber noch nie den Spa-Bereich in dieser Ausführlichkeit gezeigt haben. Deshalb war uns das wichtig, dass wir jetzt nochmal hier ein bisschen mehr Zeit verbringen. So, hier in dem Raum finden dann Body Reduction statt, Körperumfangsreduzierung, Antizellulite-Programme, Lymphdrainagen, ganz professionell aufgestellt. Cool, also. Wenn man, so wie ich, ein kleines Bäuchlein hat, kriegt man 5 cm weniger. Na, ehrlich? Ja, die garantieren wir. Ja, wahr. Und nochmal ein Relax-Raum hier für euch. Super, perfekt. Vielen Dank. Dann komme ich nachher nochmal bezüglich der Bauchreduzierung. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Und bis später. Bis später. Tschüss, danke, ciao. So, ich nehme euch weiterhin mit durchs Hotel. Und wenn wir gerade mal im Hauptgebäude sind, dann gehen wir mal zur Rezeption und fragen nach einem Zimmerschlüssel. Hier unten in dem Bereich gibt es natürlich noch Geschäfte und sehr viele Konferenzräume. Hier werden natürlich auch Tagungen abgehalten von Firmen, die was Gutes tun für ihre Mitarbeiter. Hallo. So, hier in dem Bereich gibt es dann die Geschäfte. Da gibt es auch noch mal einen Irish Pub. Da könnt ihr von 22 bis 7 Uhr morgens auch noch essen. Also es gibt nicht nur die Lobbybar, die rund um die Uhr geöffnet hat, sondern auch noch der Irish Pub, der nachts geöffnet hat, bis früh morgens. Und es gibt auch noch Zimmerservice kostenlos. Ihr könnt euch also auch was zu essen aufs Zimmer bestellen. Und dann sind natürlich hier gerade ein paar Leutchen an der Lobby. Von daher fragen wir mal. Dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was.
während wir hier auf den Schlüssel warten. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz draußen den Bereich, da kann man noch mal, auch noch mal sitzen. Ja, auch hier wird geputzt, den ganzen Tag, überall wird immer geputzt, das ist unglaublich. Ich habe noch selten so ein sauberes Hotel gesehen. Also hier noch mal ein Bereich von der Lobbybar, auch mit Außenbereich, da kann man natürlich auch dann nachts noch sitzen. So. Das war wieder bereit. Dankeschön. Sechste Etage im C-Block. Wunderbar, da gehen wir mal hin. Danke. Passt. So, C-Block. Fahren wir mal hoch. So, hier gibt es übrigens auf jeder Seite, überall gibt es Fahrstühle. Ne? Also je nachdem, wo man hochfahren will, kann man das natürlich tun. Ich muss jetzt nicht immer warten. So, da kommt zum Beispiel ein Aufzug, dann nehmen wir doch den, oder? Habt also auch den Blick auf die Lobby und aufs Treppenhaus, wenn ihr denn dann hochfahrt und auf diesen unglaublichen Kronleuchter. So, 3616. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wo es ist. Wir müssen also mal suchen. Aber das sieht ganz gut aus hier in dem Bereich. 3606, jawohl. Perfekt. 12, 14 und hier ist die 3616. Das ist unser Zimmer. Rein. So, das ist ein Standardzimmer mit Seaview. Und dann habt ihr hier natürlich das Bett, noch eine Sitzgelegenheit, ihr habt eine Nespresso-Maschine und wir schauen auch mal raus. Es gibt die unterschiedlichsten Balkone. Hier ist nochmal ein Blick auf das Zimmer. So, oh, jetzt ist es schön hell, ne? Schaut mal. Riesengroßes Bett. Die verschiedensten Kissen. Es gibt übrigens auch im Schrank nochmal Kissen. Tolles Bad. Boah, super. Die Dusche zeige ich euch auch. Ebenerdig betritt man die. Ist ja immer wichtig. Und es ist eine Regendusche. Okay. Und im Schrank befindet sich da Bügel, hier viel Platz und hier natürlich auch nochmal Ablagefläche, es befinden sich nochmal andere Kissen, wenn man die haben möchte, der Safe ist natürlich inklusive, hier eine Minibar, auch die ist inklusive und wird täglich aufgefüllt. Mit allem, was da drin ist. Schaut euch mal diese Auswahl an. Also da ist ja nicht nur Bier und Softgetränke drin, da ist sogar Wein mit drin, da sind Salzstangen drin, da sind Nachos drin. Alles täglich neu aufgefüllt. Fernseher mit deutschen Programmen natürlich. Und gehen wir mal raus, damit ihr auch das, den Blick aufs Meer seht und den Blick hier auf die Anlage. Cool, oder? Wird in den Abendstunden übrigens auch beleuchtet. So, und da hinten, da ist der Steg. Da sind wir ganz am Anfang losgelaufen, falls ihr euch noch erinnert. Und das hier vorne im Vordergrund, das ist ja der Ruhepool. Hier in dem Bereich, da laufen wir auch gleich noch hin. Da ist der Animationspool. Hier die Terrasse vom Hauptrestaurant, die ihr da seht. Und ihr seht die Flutlichter da hinten vielleicht, die Rasenfläche, also es gibt Tennisplätze, es gibt einen Fußballplatz. Also hier kann man nicht nur ganz viel und gut essen, sondern
man kann auch sehr viel Sport treiben. So, jetzt werden wir angerufen. Da gehen wir aber einfach nicht ran. Ne? Kann nicht für uns sein, dieser Anruf. So, das war das Zimmer. Das ist ja immer das Schöne am Urlaubschecker ferngesteuert. Ne? Das ist ungeschnitten, unabgesprochen. Also da läuft natürlich auch nicht immer alles rund. Kann auch schon mal das Telefon klingeln. Hier ein Blick nochmal runter in die Lobby. Boah, wir sind hier im 6. Obergeschoss. Was gleichzeitig auch der oberste Stock ist. Dann zeige ich euch auch noch die à la carte Restaurants, zumindest von außen, damit ihr mal seht, wo die sind. Die haben nur in den Abendstunden geöffnet, aber da gibt es auch noch weitere. Das türkische und das Fischrestaurant hatte ich euch ja schon gezeigt. Übrigens vorm Hotel befindet sich ein, ich nenne es mal ein Freizeitpark für Kinder, aber auch Schiffsschaukel, wo Erwachsene drauf können. Das ist alles inklusive. Ein richtig schöner Freizeitpark mit ganz, ganz vielen Geräten, die man dann nutzen kann. Übrigens, selbst draußen gibt es einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich. Also drinnen ist sowieso Non-Smoking, aber auch selbst draußen auf der Terrasse. Hier praktisch der Nichtraucherbereich. Da vorne ist dann der Raucherbereich. Hier ist auch noch mal eine kleine Bühne. Hier war zum Beispiel gestern so eine Gruppe, die da gespielt hat. Eine Dame und ein Herr, die ein bisschen Musik gemacht haben, hat sich richtig gut angehört. Die Leute haben ein bisschen hier getanzt. Also kein richtiges Konzert, sondern einfach so softe Animation in dem Bereich. In dem Amphitheater, in dem Animationstheater, was wir relativ zu Beginn gesehen haben, da finden dann so richtige Shows statt in den Abendstunden. Das war gestern eine Akrobatik-Show, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hier nochmal zur Erinnerung, das war der Relax-Pool. Hier auch wieder da die Terrasse vom Restaurant, ne? Die Außenterrasse. Und hier oben auf dieser Terrasse da befinden sich die ganzen Außenbereiche der anderen, der weiteren à la carte Restaurants, damit ihr da ungefähr wisst, wo was ist. Hier dann der Bereich, wo Musik gespielt wird. Wahrscheinlich hört ihr schon ein bisschen übers Mikrofon auch im Hintergrund. Und als würde es nicht reichen, was wir schon an Möglichkeiten gesehen haben, etwas zu essen. Nein, hier geht es natürlich noch weiter. Wie sollte es anders sein? Nicht nur Getränke, sondern auch hier nochmal ein Snackbereich. Pizza, die hier zubereitet wird. Eis hier auch nochmal. Und übrigens, es fahren auch die ganze Zeit immer so kleine Wägelchen, so Elektroautos durch die Anlage. Da sind dann auch nochmal Essensgelegenheiten drauf. So, und für die Kleinen, damit die vernünftig an die Bar gehen können, findet man überall an jeder Bar natürlich entsprechende Stufen. Und auch hier nochmal der Markenalkohol.
Ihr seht's, ne? Das ist alles mit drin. Campari, Johnny Walker, Valentine's und so weiter. Also alles inklusive. In dem Bereich liegt der Mini-Club. Da gehen wir aber nicht hin. Zeige ich euch nicht. Dafür zeige ich euch den Kleinkinder-Wasserpark. Den seht ihr hier. Da gehen wir nicht näher dran, weil ich bin immer kein Fan davon, Kinder zu zeigen in den Videos. Aber damit ihr einen ungefähren Eindruck habt, kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass hier eine Menge Spaß mit dabei ist. Und noch mehr Spaß oder beziehungsweise genauso viel Spaß macht die Rutschen, die ihr jetzt gerade schon seht. Boah, das ist, also ich muss leider dieses Wort nutzen, das ist richtig geil. Also dieser Rutschenpark gehört zum Hotel. Ja, I think you're there. You're there, ja. So, dann habt ihr hier rund um diesen Rutschenpark so einen Lazy River, heißt das. Ne? Da könnt ihr so auf so. Da könnt ihr euch dann praktisch treiben lassen auf so einem Reifen oder auf so einem Ring. Hier die verschiedensten Rutschen. Für manche braucht man so einen Gummiring, die überall hier bereit liegen, und manche, die macht man einfach auf dem Arsch. Auch hier natürlich liegen Sonnenschirme und ihr seht auch hier viel frei und zumindest antialkoholische Getränke stehen hier auch noch mal im Kühlschrank bereit. Also ihr müsst da nicht weit laufen. Und hier noch mal ein Blick auf die Rutschen. Ja, die sind einfach fett, diese Rutschen. Sorry. Guckt euch mal dieses Wirrwarr an. Da zahlt man woanders für andere Wasserparks einen fetten Tageseintrittspreis. Und hier ist es im Hotel inklusive. Also ich kenne kein anderes Hotel mit so viel Rutschen. Genau, also das ist der Rutschen-Aquapark hier im Hotel. Im Delphin Grand Resort. Hier wieder dieser Lazy River, der praktisch einmal um den ganzen Park herum geht. Und hier dieser Pool, sehr viel von Familien genutzt, weil der ist so flach abfallend. Das ist fast wie so ein Sandstrand, ne? Seht ihr das? Das ist natürlich perfekt. Also hier die Schnur, das Seil teilt praktisch den Nichtschwimmer mit dem Schwimmerbereich ab. Und hier ist es dann ganz flach abfallend ins Wasser. Da habt ihr das gesamte Hotel in der Übersicht. Ja, und das sind so eigentlich die Hauptbereiche gewesen. Hier hinter befinden sich dann die Tennisplätze. Auch die gibt es mit Licht übrigens, auch für die Abendstunden, wenn das tagsüber hier zu heiß ist. Abends kann man das auch noch machen. So, das Delphin Bay Grand, ich hatte es schon im Spa-Bereich erwähnt, hat in den Sommer- und in den Wintermonaten geöffnet. Und es ist natürlich auch ein perfektes Hotel für die Wintermonate. A, die Spa-Anwendung, B, beheizten Außenpool, beheizten Innenpool. Es gibt auch noch einen Indoor-Pool. Den haben wir gar nicht gesehen, weil der in dieser Zeit nicht genutzt wird bei 35 Grad Ende September. So, da sind wir vorhin schon mal vorbeigelaufen, oder? Könnt ihr euch erinnern?
vor einer Dreiviertelstunde ungefähr. Richtig langer Urlaubschecker. Aber es gibt natürlich auch einfach so viel zu zeigen und so viel zu machen. Und da muss man sich auch einfach mal die Zeit nehmen, das gesamte Hotel vorzustellen. Von daher. So, hier geht es auch noch mal den Außenbereich vom La Stone Spa. Mit Jacuzzi draußen, mit einem richtig schönen Garten. Es sieht fast ein bisschen, ich nenne es mal, japanisch, wie das aussieht. Schau mal, toll. Das Bali Village. Okay, dann nicht japanisch, sondern indonesisch, wenn es Bali Village heißt. Also hier auch nochmal Anwendungsräume, private Separés praktisch. Hier kann man sich verwöhnen lassen. So, ihr Lieben, ich nehme euch jetzt nochmal wieder mit bis zum Steg und verabschiede mich dort von euch. Aber wie könnte man sich besser verabschieden als mit einem Abschlussbild aufs Meer? Das wollen wir noch mal sehen. Hier wieder diese Toiletten. Ach okay, sind nur noch 32 Grad. Na dann, hat sich ziemlich abgekühlt. Ah ja, beobachten, weil wie gesagt, ach, das hatten wir noch gar nicht angeschaut. Ne? Wie viele Liegen gibt es eigentlich noch am Strand? Weil das Hotel ist ausgebucht. Wir haben nachmittags. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Kriegt man überhaupt noch freie Liegen oder ist alles schon wegreserviert? So, und ich sehe, ich sehe bestimmt 100 freie Liegen. Hier zum Beispiel in dem Bereich, ihr seht es, aber auch noch weiter hinten. Hier, schaut mal, 4 freie Liegen, ohne Ende freie Liegen. So, nochmal hier der Blick in die Richtung auf das Taurusgebirge und auf I Love Delfin. Und das war der Urlaubschecker für heute hier aus diesem Hotel, aus dem Delfin Bui Grand Resort. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es war interessant, das Hotel euch auch mal so vorzustellen, ein bisschen länger. Und ich hoffe, ihr macht hier Urlaub. Also ich bin hier mittlerweile schon zum 7. oder 8. Mal in diesem Hotel und kann euch sagen, das ist richtig gut hier. Viel Spaß, schönen Tag. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt und klickt gerne auf Daumen hoch. Gefällt mir. Würde mich freuen und dann bis bald. Hier entweder an der türkischen Riviera oder zu einem anderen Urlaubschecker. Tschüss.